Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, natürlich, Frau Willkomm, sind Immobilienkäuferinnen und Käufer Verbraucher. Und sie gehören beim Investment ihres Lebens optimal geschützt. Und dieses Versprechen, diese Verbraucherinnen und Verbraucher bei diesem Investment zu schützen, löst dieser Gesetzentwurf, den wir heute beraten, nicht ein. Zentrales Problem dieses Gesetzentwurfs heute hier ist es ja, dass Sie so tun, Frau Staatssekretärin Hagel-Kehl, als ob es einfach möglich wäre, Diener zweier Herren zu sein. Ja? Wir wissen es aus den Komödien dieser Welt, dass das nicht möglich ist. Und Sie lösen das Versprechen eben, Menschen beim Hauskauf damit zu entlasten, von den horrenden Maklerkosten in Deutschland überhaupt nicht ein. Und das ist das zentrale Problem Ihres Gesetzentwurfs. Es wird weiterhin so sein, dass man die Geburtstagsparty nicht bestellt hat, aber sie trotzdem bezahlen muss. Es gibt kein Verbot der Doppeltätigkeit, und deswegen ist dieser Gesetzentwurf unzureichend. Und wenn wir uns die Geschichte dieses Gesetzentwurfs jetzt der letzten Jahre mal anschauen, dann ist es ja schon ein Husarenstück der Maklerlobby in Deutschland, dass wir heute diesen Gesetzentwurf so beraten. Ja? Frau Barley aus der SPD war deutlich weiter. Sie hat einen Gesetzentwurf vorgelegt mit einem reinen Bestellerprinzip. 3 Milliarden Euro hätte man zukünftige Immobilienbesitzerinnen entlastet. Und dieser Gesetzentwurf wurde dann nach und nach verwässert. Ja? Im internationalen Vergleich, nur noch mal die Zahlen zu nennen, zahlen wir 7,14% Maklergebühren. In Großbritannien 1%, in den Niederlanden 2%. Was ist denn anders in Niederlanden und Großbritannien als in Deutschland? Dort gibt es ein Bestellerprinzip, bei uns nicht. Das ist das zentrale Problem. Frau Barley hat es erkannt. Und dann kam der IVD, ja, der Lobbyverband der Maklerinnen in Deutschland, und hat dann erstmal Krisenkommunikation betrieben, hat dann auch so eine Agentur beauftragt, die eine Kampagne gestartet hat, und hat über Wochen und Monate die sozialen Medien, das Parlament, die Kolleginnen hier im Haus und sozusagen die Öffentlichkeit mit der These beballert, ja, dass die Makler und Makler in Deutschland ihr Geschäftsmodell verlieren würden, wenn es ein Bestellerprinzip geben würde. Als ob es in den Niederlanden und Großbritannien keine Makler gäbe. Absurd, absolut absurd. Und ich frage mich ernsthaft, was ist denn das für ein Geschäftsmodell, das darauf aufbaut, dass jemand die Rechnung bezahlt, der das Geschäft gar nicht bestellt hat? Das ist doch verrückt. Und wenn wir jetzt in den Gesetzentwurf reinschauen, was lösen Sie denn für ein Problem? Sie lösen das Problem in Hamburg und Berlin, dass sozusagen der Käufer alles zahlen muss. Aber in Baden-Württemberg, in Bayern und Nordrhein-Westfalen wird niemand entlastet, und deswegen lösen Sie Ihr Versprechen überhaupt nicht ein. Und Sie haben auch nicht die Kraft mit diesem Gesetzentwurf, obwohl Sie weiter Maklerinnen in Deutschland privilegieren, dann wenigstens Regeln festzusetzen. Zum Beispiel die Regel, dass Makler einen Sachkundenachweis geben müssen, ob sie überhaupt die Ausbildung haben, sozusagen wirklich beratend tätig zu sein. Das braucht man nämlich in Deutschland nicht. Und deswegen ist der Gesetzentwurf falsch. Ich fordere Sie auf, führen Sie wenigstens einen Sachkundenachweis ein, wenn Sie schon nicht die Kraft haben, ein echtes Bestellerprinzip einzuführen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Kühn. Als nächster Redner spricht für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Paul Lehriger.